Mein Name ist Ingo Happel-Emrich, ich bin Pressesprecher der Stadt Kassel. Gegen 12.50 Uhr hat die automatische Brandmeldeanlage hier im Wohnstift Augustinum ausgelöst. Der zuerst eintreffende Löschzug der Feuerwache 2 hat dann ein bestätigtes Feuer im vierten Obergeschoss vorgefunden. Daraufhin wurde Vollalarm für die Feuerwehr Kassel ausgelöst. Zusätzlich wurden zahlreiche Rettungswagen und mehrere Notärzte hierher alarmiert. Insgesamt sind 3 Personen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die weiteren Bewohner des Gebäudes werden vom Rettungsdienst und von Pflegepersonal im Gebäude in einem sicheren Bereich betreut. Die Feuerwehr ist aktuell dabei, die Wohnungen und Flure oberhalb der Brandetage unter Atemschutz abzusuchen. Diese sind verraucht und dort wird nach eventuell weiteren vorhandenen Personen gesucht, die noch zu retten sind.